meine lieben Zuschauer, willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video von eurer Miyuki. Hallöchen, heute wird ein XXXXXXL-Paket von ZOPLUS geöffnet, enthüllt, geschaut, neugierig, beguckt. Und es ist so groß, dass ich es noch nicht mal in die Kamera halten kann. Wenn ich das jetzt... Oh Gott, das ist so schwer. Geschafft! Wuhu! Die, die mich noch nicht kennen oder mich noch nicht so oft geschaut haben, ich bestelle ja schon öfters bei ZOPLUS. Das ist aber ein XXXL-Paket, weil ich nämlich einen hohen Warenwert bestellt habe, über 50 Euro. Und wie man sieht, sind es halt auch große Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Eingekauft habe ich, hoppala, einmal für meine beiden Hamster, den Teddyhamster Twinkie und meinen Zwerghamster Zelda. Dann habe ich noch für meinen Kater Pedro eingekauft. Dann habe ich noch für einen anderen YouTuber eingekauft, und zwar die PomTube. Das habt ihr ja schon wahrscheinlich dann gesehen, das Video von unserem Tauschpaketchen. Da sind die Sachen drin, deswegen ist dieses Unboxing auch viel früher gedreht worden, weil ich für sie noch ein paar Bestellungen gemacht habe für ihren süßen Hund, die Nelly. Ihr könnt ja mal in den Kanal schauen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das so geht, weil das Paket ist echt wirklich so mega riesig, da habe ich nicht mit gerechnet. Und hör mal, ZOPLUS hat direkt, weiß ich nicht, ich habe vorgestern oder gestern noch bestellt. Und ich habe gar nicht gedacht, dass es so schnell kommt. Also Daumen hoch für die tolle Lieferung bei ZOPLUS, ihr seid wirklich klasse. Aber ich will die Zuschauer nicht mehr auf die Folter spannen, machen wir das Paket doch einfach mal auf. Dieses riesige Paket habe ich beschmückt, und zwar mit ein paar Zeichnungen von mir. Tada! Oh, das sieht man gar nicht. Warum sieht man das nicht? Ich habe mir voll Mühe gegeben. Das ist mein Kater Pero, das ist mein Teddyhamster Twinkie und das ist die süße Zelda, die sich total freut, weil sie ein Paket kriegt. Ich war mal kreativ und habe dann ein Bild darüber gemalt. Jetzt geht's aber weiter mit dem Auspacken. Auspacken, auspacken, auspacken. Super! Hier für euch, Leute. Schenke ich euch. Bitte! Super! So, hallo, da bin ich wieder. Gut. Ich komme noch nicht mal ganz dran. Es ist echt groß. Hier zuallererst die Rechnung wieder hier von ZOPLUS. Schauen wir uns das Market an. Mein Haustiershop hier, alles bestellt. Insgesamt für 54,22 €. Natürlich keine Versandskosten. Ab 19 Euro ist ZOPLUS nämlich versandfrei. Ja, Bestellung habe ich bezahlt mit PayPal. Ich hatte letztens so Probleme mit PayPal, aber das funktioniert jetzt zum Glück wieder. Ja, ja, zertifiziert, Rücksende, falls ich nicht zufrieden bin oder falls etwas kaputt gegangen ist, was ich natürlich nicht hoffe. Oh, so viele tolle Sachen. Fangen wir doch mal hiermit an. Hier haben wir den Cat Dancer. Oh, ich muss ihn ein bisschen so hier ranzoomen, damit ihr das besser seht. Leute, den Cat Dancer, was ist das denn? Wie sieht das denn aus? Das ist ein Spielzeug, was der Pedro damals während seiner Vermittlung gekriegt hat. Ich habe das im ZOPLUS Shop gesehen und habe gedacht, heiliger, das hatte er vor, also Pedro wird jetzt im Oktober 10 Jahre alt, das hatte er vor 10 Jahren als Spielzeug, als sein Lieblingsspielzeug, wohlgemerkt. Das ist ein Angelhaken, eine Metallschnur, keine Sorge, das Tier kann sich nicht daran verletzen, aber auf jeden Fall ist da so ein cooler Bommel dran, so ein Holzbommel. Ich weiß, es sieht nach nichts aus, aber liebe Katzenbesitzer, holt euch dieses Teil. Die Bewertungen sind super und eure Katze wird da so drauf abgehen. Davon mache ich einen tollen Review. Ihr könnt darauf gespannt sein. Auch wenn es irgendwie nicht wirklich überzeugend aussieht. Aber es ist trotzdem super toll. Weiter geht's mit meinen Chips hier ein. Die Streu, die Chipsy super. Ich liebe dieses. Also es ist das beste Streu. Falls ihr Farbmäuse habt, nehmt diese Streu. Eure Mäuse stinken nicht. Also sie stinken irgendwann schon, natürlich, aber sie... Es ist das beste Streu, was ich je hatte. Es saugt super gut auf. Es ist toll. Natürlich ist es ein weniger, also es ist etwas teurer als die anderen Streus, aber es hat auch nicht diesen staubigen Geruch. Es ist staubarm. Es ist besser für eure Tiere. Und die Zelda kriegt das schon seitdem so ein kleiner Pups ist. Also wirklich super. Das Design, habe ich ja schon in meinem letzten ZOPLUS-Haul gesagt, ist ein wenig, naja, ich weiß immer noch nicht, was dieser Junge da mit seinem Handy zu tun hat und warum man das eigentlich so gemacht hat. Ich bin in diesem Berufsbereich tätig, aber trotzdem ist immer noch fraglich, warum die Werbebranche genau auf diese kleine Kinder als Zielgruppe
bezweckt, weil ich das einfach nur irgendwie lächerlich finde, weil im Grunde genommen die Eltern das Produkt ja kaufen. Aber naja, vielleicht denken sie, boah, geil, ein cooles Kit, ne, meins ist genauso cool, also kaufe ich da Streu für die Kaninchen oder sowas. Naja, auf jeden Fall hiervon 3,4 Kilo in zweier... Oh Gott! In zweier Packs, so, ich hoffe die Belichtung ist gut, Leute. In zweier Packs gekauft, kann man bei Zooplus machen. Davon gibt es auch noch die 14 oder 15 Kilo Variante, aber ich weiß hier nicht, wie ich das in meinem Zimmer unterbringen soll. Deswegen habe ich wieder kleine Packungen genommen, dann im Doppelpack, wird dann auch wohl reichen und das ist auch gut genug für die Zelda. Machen wir es mal auf. So, wow. So, ich muss mal gucken, ob ihr mich seht. Hallo, ich bin die Miyuki, ich bin die verrückte Ziermudi aus dem Internet. So. Und ersteche mich mit Scheren. Kinders, macht das nicht nach, da bin ich ein schlechtes Vorbild, weil ich mich meistens immer verletze, wie auch hier an meinem Finger. Und ich nähe ja momentan mein Kostüm, meine Fursuit und ich habe mich noch nie so oft in meinem Finger gestochen wie bei diesen Arbeiten. Schaut mal, hier sind die Grandest Snacks Plus drin. Habe ich mir jetzt geholt, weil meine Nager einfach diese Blüten lieben. Sie fressen das unheimlich gerne. Jeden Tag gebe ich ihnen da neues Rauffutter von. Das ist einmal Salbei und Löwenzahn, extra für die Atemwege steht hier. Kann von jedem Nager gefressen werden. Dann haben wir dazu noch das Snack... Boah, es riecht unheimlich gut. Richtig frisch haben wir das Snack Plus Kamille und Löwenzahn. Hier steht für das Wohlbefinden, also Wellness pur hier für meine Nager. Super duper. Und dann haben wir einmal Grainless, wieder Snack pur natürlich. Und das ist mit Kümmel und Löwenzahn. Ich bin ja kein Fan von Kümmel, muss ich sagen. Aber ich hoffe, den Tieren schmeckt es für den Magen. Also alles, was an Raufutter bedingt benötigt wird und für eine gute Ernährung eines Tieres dabei ist. Vielleicht, wenn ja auch ein Tier was Magenprobleme hat, könnte auch sein. Eine Kolik oder sonstiges, dann ist sowas auch sehr vielversprechend. Man sieht immer mir nicht, hallo. Und im Dreierpack, weil ich jede Sorte mal ausprobieren wollte. Weiteres Paket. Ein wenig schwerer, wohlgemerkt. Wo mache ich das überhaupt auf? Hier haben wir etwas Großes. Und zwar für meine Nager. Und zwar, schaut euch das an. Ein wunderschönen Spielplatz. Hier, den muss ich aber noch alles zusammenbauen. Davon gibt es eine Review. Das ist eigentlich für den Twinkie jetzt von der Größe her, würde ich sagen, dass es doch für die Zelda oder für die Farbmäuse sein kann. Also seid darauf gewiss, dass hiervon auch ein Produktreview kommt. Hier steht auch die Anleitung drin, falls ihr euch da fragt. Hier ist die Anleitung, ist auch groß. Und jetzt werde ich euch auch präsentieren, ist alles hier noch schön verschweißt. Jetzt haben wir Snacks. Yay! Und zwar, schaut mal, von Zoolarv. Das ist eine ganz spezielle Marke, die ihr wirklich nur auf Zooplus bekommt. Wenn ihr solche Produkte kauft, gehen 10% des also Produktpreises an Tierschutzorganisationen. Das ist jetzt Cookies for Dogs, also Hundekekse. Für Pomcube ist das für das Tauschpaket. Also ihr kennt es ja schon, aber hier, ne, zurück in die Zukunft, ne? Auf jeden Fall, hier steht es auch mit den 10% drauf. Liebevoll verpackt hier, einzeln verpackt. Und solche Aktionen finde ich auch wirklich super. Deswegen habe ich dann hier auch noch... Ah, wie süß, schaut mal. Es ist so toll, ein Zoolarv-Plüschherzchen gekauft. Das ist so niedlich. Ne, weil, also damit kann der Hund kuscheln und es quietscht. Ich habe es deswegen gekauft, weil eben halt Pomtubes Hund ziemlich klein ist. Also sie ist ein Pomerian Zwergspitz. Korrigiere mich, falls du das Video siehst. Na, auf jeden Fall ist die Nelly klein und ich denke, für einen kleinen Hund ist auch dieses Spielzeug ziemlich gut. Für einen großen schmeißt er das einmal weg oder hat er es im Mund, ne, ist das schon sofort im ganzen Maul und voller Sabber, aber... Ja, auf jeden Fall habe ich das auch gekauft und hier steht auch nochmal ausdrücklich drin, Zoolarv hilft bedürftigen Tieren, Tierheimen, sonstigen an Sachen, ne? Dann habe ich hier noch so leckere Leckerchen. Ich bin auch, wisst ihr, typisch Ruhrpott.
Hier habe ich dann auch weitere Leckerchen für den Hund, aber das ist jetzt für den Hund, also die Dahlia, die habt ihr auch im Tierschutzvideo gesehen, das ist der Hund von meiner Tante, weil ich unbedingt Snacks haben möchte, die ich auch mal so verfüttern kann, wenn ich mit ihr spazieren gehe und dann immer was hier habe. Das sind Chewies aus Lammknöchel, also sind Lammknöchelchen, das ist Lammfleisch. Und normalerweise befüllt man damit ein spezielles Spielzeug. Das habe ich jetzt hier aber nicht, aber auf jeden Fall werde ich das dann benutzen zur Belohnung. Ist auch relativ klein, wenn man das sieht hier. Sieht man kaum, kann man nur erkennen. Ist relativ schön klein. Aber für die Belohnung gut. Als letztes habe ich hier noch das riesige Streupaket von meinem Hanfstreu. Und zwar für meinen Teddyhamster Twinkie. Das sind 14 Kilo, glaube ich, steht es irgendwo hier drin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es von Hemparade. Viele haben mich ja schon gefragt, was für ein Hanfstreu ich benutze. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Hält über mehrere Monate. Ist super. Ist nur so extrem riesig, dass ich es gleich selber noch rausholen muss. Und dann ist der Karton auch leer. So schnell kann auch wieder ein Haul von mir zu Ende sein. Dieses Unboxing hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, dass es euch Spaß gemacht hat, wieder mal zu schauen, was ich so eingekauft habe, was bei mir im Paket war und vor allem, was für Sachen ich mir gekauft habe. Ich bin kaputt. Ah, jetzt geht es. Auf jeden Fall freue ich mich wieder über eure fleißigen Kommentare und Bewertungen des Videos. Ich kaufe regelmäßig bei Zooplus ein und bin vollsten zufrieden. Ich bin sehr gespannt, wie der Cat Dancer bei Pedro ankommt. Das Video folgt darauf in Kürze. Und lasst einen Like da. Wie gesagt, kommentiert schön fleißig. Ich freue mich immer über positive Rückmeldungen. Das ist Hemparade, das Hanfstreu, was ich nur für Twinkie benutze. Ich wurde so oft angefragt. Und jetzt wisst ihr es endlich. Und ich hoffe, ihr guckt dann auch bei Zooplus selber, weil es ist auch sehr günstig. Super toll. Und ich gebe ein Thumbs up. Und ich werde angerufen. Das ist ja meistens so bei Aufnahmen oder generell YouTube-Aufnahmen, dass dann plötzlich jemand anruft und man die Aufnahme beenden muss. Nochmal kurz gesagt, das habe ich alles gekauft. Ihr wart mit dabei, hat mal wieder Spaß gemacht, alles zu drehen. Freut euch auf die Reviews von den Sachen jetzt nach und nach. Ich hoffe, dass PomTube das Tauschpaket gefallen hat. Sie hat es ja jetzt wahrscheinlich dann schon geöffnet, wenn ich es dann hochlade. Schreibt eure Meinung in den Kommentaren. Und ich sagte mal, wir sehen uns im nächsten Video von eurer Miyuki wieder. Tschüss.